Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, heute geht's nochmals auf den Kölner Grüngürtel-Rundweg G1. Den bin ich ja vor 3 Wochen schon mal komplett abgewandert. Ja, war ganz nett, aber heute ist es im Rahmen einer Veranstaltung. Der Veranstalter vom Kölnfahrt Ultramarsch richtet alljährlich diese Wanderung Mitte November auf dem Grüngürtel-Rundweg eben aus. Ja, da bin ich heute dabei. Ich freue mich. Ja, werden auch einige bekannte Gesichter dabei sein. Die werden wir dann im Laufe des Videos sehen. Ja, jetzt hier in der Nähe vom Rhein-Energie-Stadion wird der Marsch gleich beginnen. Dann 63 Kilometer rund um Köln. Ja, werden wir auch einiges sehen. Ja, und ich würde sagen, und hier endet der Marsch dann auch, genau. Genau, ich würde sagen, ich melde mich dann am Start wieder. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr mich hier virtuell begleitet. Und bis später. So, kurz nach 8. Kann ich einen wunderbaren Spruch wieder bringen. Der Start ist geglückt. Nehmen wir hier der Randy. Moin. Und der Thomas. Hallo. Ja, jetzt erstmal ein Stückchen zusammen. Gucken wir, was so bleibt. Also, nachher ein bisschen verteilen wird, mal sehen. Ich würde sagen, weiter geht's. So Leute, Kilometer 4, herzlich willkommen im Landschaftspark Belvedere. Ja, wie gesagt, ich habe diesen Weg ja vor 3 Wochen schon mal gemacht. Da war dieser Abschnitt hier schon im Dunkeln. Ne, das heißt, kommt ja noch Bocklemünd, den Nüssenberger Busch. Also alles, was letztes Mal im Dunkeln war, sehen wir jetzt im Hellen. Sehr schön. Ja, ich bin eben mit Thomas gestartet, mit Randy, der Malte ist auch noch dabei. Ja, es ist ein bisschen zurück. Ja, ist ja egal, wie mir sein Tempo. Ich musste aber auch jetzt mal ein bisschen schneller laufen. Ja, ist auch relativ frisch. Wenn einmal so im Lauf ist, dann ist der Motor auch warm, sagen wir mal, ne? Genau. Ja, Wetter noch gut, ist sehr bewölkt, ein bisschen diesig, aber Hauptsache kein Regen. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ja, würde ich sagen, jetzt erstmal stramm weiter. Ja, herzlich willkommen im Nüssenberger Busch. Ja, nichts Besonderes. Freie Flächen hier. Ein paar Bäume. Da verläuft die Autobahn A1. Ja, hier gibt es aber auch so ein altes preußisches Fort. Da gibt es in Köln sehr viele von. Ja, werden wir heute auch. Ja, sehen werden wir, glaube ich, nicht. Ich glaube, in Mülheim sehen wir eins. Laufen vorbei. Ja, ansonsten sind die eben ein bisschen vom Weg immer abweichend. Genau. Ja, läuft sehr gut. Ich habe mich jetzt so eine Geschwindigkeit von 7,3 im Moment mal eingependelt. Bin gut im Lauf. Ja, Wetter hält sich auch noch. Ja, also wie schon gesagt, diese Wanderung hier wird veranstaltet vom lieben Tom. Den kennen ja bestimmt viele von euch vom Kölnfahrt Ultramarsch. Ein sehr netter, sympathischer Mann. Also würde ich sagen, bis später. Leute, 18 Kilometer sind rum. Herzlich willkommen hier auf dem Nieler Damm. Ja, und hier war ja bei meiner Wanderung schon vor 3 Wochen die Hafenbrücke aufgrund eines Unfallschadens gesperrt.
wird wohl eine langwierige Sache werden. Ja, jetzt müssen wir hier wieder irgendeine Umleitung laufen. Ja, die ist auch im Track schon, wir laufen hier den Komoot-Track, der zur Verfügung gestellt wurde. Ne, da ist die Umleitung drin eingezeichnet. Ja, wir fahren das gut. Wetter immer noch trocken. Wie gesagt, haben wir jetzt 18 Kilometer. Erste VP. Zwei VPs gibt es hier auf der Strecke. Der kommt bei ca. Kilometer 21, also in 3 Kilometern schon. Ja, ist an der Mülheimer Brücke. Der öffnet aber erst in mehr als einer Stunde. Ne, ich bin wieder zu ziemlich schnell unterwegs gewesen jetzt. Gut, wenn ich da ankomme, da noch nicht offen ist, was wahrscheinlich der Fall sein wird, sondern genug zu trinken und zu essen dabei. Beim zweiten allerdings wird es bei Kilometer 42 sein. Da, den muss ich dann mitnehmen. Da gibt es auch da schon die Medaille. Hallo? Ne, VP2 muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Dann gibt es dann schon die Medaille, das hat der Tom eben erklärt. Ja, der dann am Ende so unübersichtlich wird, bis alle Teilnehmer eben im Ziel sind. Ich möchte das lieber schon eben am zweiten VP erledigen. So würde ich sagen, weiter geht's. So Freunde, ein paar Meter weiter als eben. Wir laufen jetzt hier die Umleitung wegen der Brückensperrung hier durch das Ile Hafengebiet. Das wäre auch sehr spannend. Und neben mir läuft es hier der Andreas, der beim Kölnfahrt Ultramarsch nach über 50 Stunden ins Ziel gekommen ist. Hallo. Der absolute Wahnsinn. Ich habe es unter anderem beim Sebastian gesehen. Er hat sich an sein Video drangehängt. Das war ein echter Gänsehaut-Moment. Die Tränen in den Augen gehabt. Also echt größten Respekt dafür. Ja. Ja, ich wünsche für heute viel Erfolg. Jo, danke dir auch. Ne? Weiteren Wanderungen. Alles Gute, ne? Ja, merci. Ciao. Ja, weiter geht's. Moin. Moin. Herzlich willkommen. Ja, so Leute, hinter mir seht's, wir sind jetzt hier an der Mühlheimer Brücke angekommen. Der erste VP, etwas weniger als eine halbe Stunde vor offizieller Eröffnung. Ja, ich habe ja die Befürchtung gehabt, dass er noch nicht geöffnet ist. Ja, hier konnte man auch übrigens auch um 7 Uhr starten. Ich bin um 8 Uhr gestartet, ne? Um 7 Uhr, ja, dann wäre es wahrscheinlich viel zu früh gewesen. Und jetzt hier, wie gesagt, der erste VP. Dann mache ich jetzt mal einen ganz kurzen Halt und dann geht es zügig weiter. Und zack, sind wir das Schelsig, ne, rechtsrheinisch. Mühlheimer Brücke liegt hinter uns. Hinter uns liegt auch der VP1. Also jetzt schon mal großes Kompliment an die Veranstalter. Alles, was das Herz begehrt. Ich wusste gar nicht, was ich da nehmen soll. Ne? Bananen, Salzstangen, Äpfel, Kuchen, Süßigkeiten, Cola, Isodrinks. Ach, ich kann gar nicht alles aufzählen. Also richtig klasse. Ja. Auch schon um 11 Uhr geöffnet. Ne? Also, was ich eben sagte, konnte durchaus sein, dass es noch nicht geöffnet ist. Hätte ich eben Pech gehabt. Ne? Der Veranstalter hat ja oft genug darauf hingewiesen, dass man Piano gehen soll. Ja, ich habe auch zwischendurch wieder ein bisschen die Geschwindigkeit dann gedrosselt. Ja, alles gut soweit. Also, top Verpflegung. Der zweite VP, der ist dann in Pfingst. Kilometer 42 ungefähr. Dann gibt es noch, wie gesagt, schon die Medaillen. Ja, dann hat er eben gesehen, wir mussten ja die Umleitung laufen wegen der Brückensperrung. Und da habe ich den Andreas getroffen, der beim diesjährigen Kölnfahrt Ultramarsch die 171 Kilometer in über 50 Stunden gefinisht hat. Der absolute Wahnsinn. Ne? Also echt klasse, so ein paar Worte mit ihm auch zu wechseln. Das ist halt immer klasse. Ne? Ich laufe jetzt hier auch die ganze Zeit alleine, weil ich eben wieder so ziemlich vorgedonnert bin, mal wieder. Ne? Aber gut, ist halt so.
ich weiß auch gar nicht, ich habe jede Menge Leute überholt. Auch schon teilweise die Leute, die um 7 Uhr gestartet sind. Also, ja, gucken, wie es hier weitergeht. Ist immer noch trocken. Ja, wir haben auch, der Rhein hat ganz schönes Hochwasser. Kein Wunder bei den Regenfällen in den letzten Tagen, ne? Ja, heute hoffen wir, wie gesagt, dass es noch trocken bleibt. Wir laufen jetzt hier wieder Richtung Schlosspark Stammheim. Da werden wir aber auch heute nur, wie gesagt, kurz durchlaufen. Da machen wir nochmal eine separate Tour, wo wir uns nochmal ein bisschen genauer anschauen. Ja, damit würde ich sagen, geht's hier zügig weiter. Und ich melde mich, glaube ich, erst am VP2 wieder. Bis dahin. Pfingstzimmer irgendwie. Ja. Pfingst, ja. Genau, hier machen wir jetzt bei einer Pause 10 bis 15 Minuten. Schauen wir, was es hier so gibt. Dann geht es gleich stramm weiter. Wow. Manche haben das ja drauf mit Feuerzeug, ich nicht. Ich sehe dann eher das Feuerzeug kaputt. Kollege. So Leute, eine eiskalte Fasspause, Frühsport-Zitrone. Prost. Oh, das ist Wahnsinn. So Leute, VP2, die ist auch schon länger hinter uns. Das ist hier im Grenberger Wäldchen. Ja, wir sind tatsächlich, ich laufe hier gerade mit dem Michael, also im Hintergrund, schon längere Zeit. Ja, wir unterhalten uns hier ganz nett. Ja, ist tatsächlich nur noch ein einziger vor uns. Ja. Also Wahnsinn, ne? Echt toll hier bis jetzt. Ja, ihr seht es ja auch. Einzige Manko, kleiner Minuspunkt, es regnet. Ich habe meinen Poncho übergezogen. Kann ich auch vorhin noch wieder ausziehen. Dann regnet es mal wieder, dann wieder nicht. Fängt es mal wieder an. Ne? Jetzt habe ich ihn wieder übergeworfen. Und dann, ja, klappt das schon. Ne? Ist ganz leichter Regen, Nieselregen im Moment. Ja, dieser VP2 war gerade im Aufbau, sagen wir mal, ne? Wir haben aber alles bekommen, ne? Ich muss getrunken, ein bisschen gegessen. Ja, ich laufe jetzt hier Richtung Rodenkirchen und sage ich mal bis später. Sorry, ich habe mich eine ganze Weile jetzt nicht mehr gemeldet. Das Wetter ist eine Katastrophe, seit 2 Stunden schon. Regnet hier wie aus Eimern. Ja, Stadion haben wir jetzt schon wieder erreicht. In wenigen Metern werden wir ins Ziel einlaufen. Genau. Ich sehe mich jetzt auch nicht, aber okay, wie gesagt, filmen macht mir auch keinen Spaß mehr. Genau, aber wie gesagt, ein paar Meter noch und diesen Marsch hier erfolgreich beendet. Also, bis gleich.